Borussia Dortmunds Murmeltier Favre auf der Suche nach System und Personal. Der Ertrag stimmt, die Leistung noch nicht. Borussia Dortmund sucht vor dem Gastspiel bei der TSG Hoffenheim nach der spielerischen Linie. Lucien Favre schlüpft derzeit in die Rolle des täglich grüßenden Murmeltiers. Wir brauchen noch Zeit, predigte der Trainer des Bundesligisten Borussia Dortmund fast gebetsmühlenartig auch vor dem schweren Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim am Samstag 15.30 Uhr im Live-Ticker. Erlebe die Bundesliga-Highlights auf der ZN. Hol dir jetzt deinen Gratismonat. Der Schweizer ist auch vor dem vierten Ligaspiel noch auf der Suche nach dem richtigen System und der besten Mischung, wer sich am besten mit wem versteht. Favre kann diese Fragen in aller Ruhe beantworten. Zwar stimmt beim BVB die spielerische Leistung noch nicht, dafür kann sich der Ertrag sehen lassen. 7 Punkte aus 3 Spielen, dazu Duselsiege im DFB-Pokal und in der Champions League. BVB-Manager Zorc war klar, dass wir Zeit und Geduld benötigen. Von den mäßigen Vorstellungen lassen sich auch die Dortmunder Verantwortlichen nicht irritieren. Als wir vor der Saison von einem Neustart gesprochen haben, war uns klar, dass wir dazu etwas Zeit und Geduld benötigen werden, sagte Michael Zorc. Der Sportdirektor hob die gute defensive Stabilität hervor, räumte aber ein, dass man das Spiel nach vorne verbessern könne und müsse. Es ist keinem verboten, mehr Torgefahr auszustrahlen, sich durchzusetzen im 1 gegen 1. Besonders die Dortmunder Offensive enttäuschte bisher. Der Einsatz des Hoffnungsträgers Paco Alcácer ist aufgrund der Oberschenkelprobleme des Spaniers fraglich. Die Spieler geben sich selbstkritisch. Man sei noch nicht da, wo man hin wolle, sagte Kapitän Marco Reus. Nagelsmann würde gerne mit Dortmund tauschen. Tabellarisch gilt dies für Hoffenheim. Die Kraichgauer starteten mit 2 Niederlagen in 3 Spielen in die Saison. Ich würde den Start des BVB gerne gegen unseren tauschen, sagte TSG-Coach Julian Nagelsmann. Mut macht aber der Auftritt zum Champions-League-Auftakt bei Schachtjor Donetsk 2:2. Sie sind brandgefährlich auf der Seite und durchs Zentrum. Sie haben vorne viel Power, sagte Favre. Die Blumen gab Nagelsmann zurück. Die Dortmunder Spieler seien schnell wie ein ICE, zudem gäbe es Feingeister im Mittelfeld. Einzig die Fülle an Torchancen fehle ihnen noch, sagte Nagelsmann, der angesichts der englischen Wochen personelle Wechsel ankündigte. Natürlich müssen wir mit der Belastungssteuerung irgendwann anfangen. Wir mussten in den letzten Tagen 2x bis zur 90. Minute kämpfen und werden deswegen auch Änderungen in der Startelf vornehmen. Nagelsmann denkt gerne an den letzten Spieltag der vergangenen Saison zurück, als die TSG durch einen Sieg gegen den BVB in die Champions League einzog. Wir hoffen, dass es zur Wiederholung des guten Spiels mit einem ähnlich guten Ausgang für uns kommt, sagte Nagelsmann. Mehr zu Borussia Dortmund.